Hallihallo, am nunmehr 9. November 2020 und dort tatsächlich strahlend blauem Himmel hier im November. Das ist schon etwas, das tagsüber richtig schön und einladend, aber das täuscht. In der Nacht und am Abend wird es dann echt richtig kalt, es geht Richtung Frost. Die Scheiben sind zum Teil wirklich schon eingefroren von außen, auch hier im Außenbereich. Das Wasser im Gartenschlauch ist mir letztens eingefroren. Also das ist dann doch nachts geht es in die Minusgrade. Ich befinde mich hier außen, vor allem deswegen, um euch den Fortschritt zu zeigen, am Garagenfundament, mit dem wir eben in den letzten Tagen und Wochen begonnen hatten. Und dann werden wir auch noch mal kurz nach innen gehen und uns auch da noch mal kurz den Fortschritt anschauen, beziehungsweise halt schauen, wie es da sich weiterentwickelt. Und zwar ist es so, dass wir hier eine Doppelgarage aufstellen werden. Die wird eben in zwei Teilen angeliefert. Das sind im Prinzip zwei einzelne Garagen, so wie man sie kennt. Als fertig betonierte Garage. Allerdings stehen die hier quer und das Garagentor, das wird sich dann quasi auf der länglichen Seite befinden und erstreckt sich dann über die vollen 6 Meter. Und man hat dann quasi ein doppeltes Tor und nicht zwei einzelne. Die Garage selbst, steht eben auf zwei Streifen. Der Fundamentplan sieht das eben so vor. Der ist hier 6 Meter lang, 35 cm breit. Und einen zweiten Streifen gibt es hier drüben. Und die Garagen werden jetzt so der Länge nach aufgestellt. Und daneben nochmal die zweite oder das zweite Element und ja, das Tor. Wird es dann hier geben. Da geht dann für das Tor, so ein Sektionaltor, fährt dann eben hier hoch. Und das Tor selbst, um damit das eben über diese volle Länge, beziehungsweise die Garage, es bestünde halt die Möglichkeit über diese 6 Meter Länge, dass sich die Garage da so ein bisschen durchbiegt. Und um das zu vermeiden, soll man einfach hier nochmal einen Streifen setzen, beziehungsweise soll da so ein bisschen das verdichten und unten drunter Mörtel legen, damit sich die Garage da quasi nicht durchbiegen kann. Wir werden an der Stelle einfach hier nochmal so einen Streifen setzen. Wenn wir schon dabei sind, dann macht das den Braten halt auch nicht mehr fett und dann hat dann die Garage an der Stelle wirklich ordentlichen Halt. Ansonsten haben wir eben hier jetzt schon angefangen, den einen Streifen vorzubereiten. Wir haben hier sogenannte Schalungssteine verwendet. Die werden auch Haarsteine genannt, kann man jetzt hier ganz gut sehen, warum. Die haben halt so eine Haarform, die sind innen drin größtenteils eben hohl. Und das wird dann hier so richtig aufgestellt. Wir haben das halt hier mit der Schnur an den Grundstücksgrenzen eben abgesteckt, damit man hier wirklich auf seinem Grundstück bleibt und nicht die Garage irgendwie beim Nachbarn aufbaut. Und ansonsten werden halt die Steine quasi hier auf den Boden gelegt. Unten haben wir natürlich noch ein bisschen Sand zum Ausgleichen und so weiter. Die unterste Reihe ist natürlich die anspruchsvollste, um das alles gerade auslegen zu können und so weiter. Wenn die unterste Lage dann oder die unterste Reihe mal liegt, dann stellt man diese anderen Steine in Anführungszeichen nur noch drauf. Die sind nicht ganz leicht. Das war dann vom Transport her und vom Verarbeiten her. Das dauert alles ein bisschen, aber wenn das dann mal hier fertig ist, dann sieht das eben so aus. Zwischen die einzelnen Reihen oder hier in jede einzelne Reihe arbeitet man nochmal Eisen ein. Das kann man hier jetzt ganz gut sehen. Auch quer dazu wird es nochmal Eisen geben, bevor man das mit Beton verfüllt. Und dadurch hat das Ganze eben nochmal ordentlichen Halt. So, und dann kann man hier jetzt noch den Anfang sehen, beziehungsweise das Ende sieht ganz ähnlich aus. Das Problem ist ja, dass man die nochmal versetzen sollte gegeneinander, die Steine, damit die eben nicht alle aufeinander stehen, sondern so gegeneinander nochmal versetzt sind. Dadurch entstehen hier am Anfang und am Ende eben so, ja, Lücken. Man könnte das jetzt natürlich so einen Stein in der Hälfte einfach durchschneiden und hier zwei halbe Steine einsetzen. Hat sich aber herausgestellt, dass die sich nicht so besonders gut zuschneiden lassen und sofort auseinanderbrechen. Wir werden das Ganze jetzt hier einfach mit Schalung lösen und das Ganze eben einschalen. Muss man oben ohnehin, damit wir hier auf unser Höhenniveau kommen. Also das entspricht jetzt noch nicht dem richtigen Höhenniveau. Auch hier wird man noch mal ein paar Zentimeter oben drauf setzen müssen. Das heißt, das Ganze wird jetzt noch mal eingeschalt werden und dann eben mit Beton verfüllt. Wie gesagt, dieses erste Fundament, dieser erste Streifen ist jetzt größtenteils fertig, zumindest den Teil, der halt die Schalungssteine betrifft. Das muss man jetzt eben nochmal einschalen, mit Beton verfüllen und so weiter. Und dann fehlt aber hier noch der komplette Streifen für das Garagentor, beziehungsweise insbesondere halt auch der zweite Streifen. Sieht man ja, der Graben hier ist noch komplett leer, bis auf diese Brücke, die wir jetzt provisorisch hier gebaut haben, um die Steine dort eben schnell hin transportieren zu können. Die Steine selbst, die stehen hier auf Paletten. Und ja, die müssen jetzt halt hier noch hineingetragen und ordentlich ausgerichtet und so weiter werden. Also das ist sicherlich etwas, das in den nächsten Tagen hier dann noch ansteht an Arbeit. Ja, ansonsten wäre es eben schön, wenn wir hier dieses Garagenfundamentprojekt zumindest da den Haken dran setzen können, dass wir da in den nächsten Tagen und Wochen damit fertig werden, sodass, wenn der ganz große Frost kommt, eben die Fundamente schon betoniert sind. Und dann kann man im Prinzip auch die Garage auch in den Wintermonaten einfach nur noch da drauf stellen. Das ist dann nicht mehr das Problem. Aber der Untergrund, die Fundamente, das muss halt eben da sein. Ansonsten ist da mit einer Garage nicht viel zu anzufangen hier auf dem Grundstück. Und hier im Innenbereich einmal mehr. Auf den Kamerabildern wird das gar nicht so zu sehen sein. Da hat sich nämlich jetzt im Großen und Ganzen nichts geändert. Das sind halt viele kleine Details, die hier
dann ganz viel Zeit kosten. Die große Tour mit der Sanitär- und Heizungsinstallation, die hatte ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Hier im Obergeschoss kann man sehen, habe ich jetzt mit der Elektroinstallation, mit den Dosen eben weitergemacht. Bin jetzt auch hier im Flur soweit fertig. Und insbesondere habe ich auch in den letzten Tagen hier mit den Leeron weitergemacht. Die sind jetzt eben an der Decke soweit befestigt. Die führen jetzt eben durch die Durchbrüche, durch die Deckendurchbrüche bis in den Dachstuhl, in das Dachgeschoss in dem Sinne. Auch hier im Flur ähnliche Konstruktion, da bin ich noch nicht ganz fertig. Beziehungsweise auch hier in den Räumen geht es halt jeweils über die Leerrohre dann durch den Deckendurchbruch nach ganz oben. Hier kann man auch sehen, da hängen noch ein paar durch, da fehlen noch ein paar Klammern. Das werde ich jetzt eben in den nächsten Stunden und Tagen angehen. Zwei weitere Details, die kann man hier sehen. Zum einen habe ich auch angefangen, parallel zu der Decke quasi die Leerrohre hier am Boden zu fixieren, zumindest an den Stellen, wo sie eben aus der Wand herauskommen und in den Boden gehen. Da habe ich auch solche Klammern eben verwendet und das Ganze da eingeklipst. Die Klammern sind im Boden verschraubt und dementsprechend hat das jetzt hier zumindest, bewegt sie das nicht mehr, kann jetzt verputzt werden. Und später müssen sie dann eben am Rohfußboden in die estrichbündigen Bodenkanäle geführt werden, die Leerrohre. Das ist der Plan. Aber zumindest so lässt sich das jetzt hier eben nicht mehr rausreißen, nicht mehr fürs Schieben und so weiter. Und bleibt eben, dieser Teil bleibt jetzt hier an Ort und Stelle. Das zweite Detail ist hier dieser Elektroschacht. Der war in Teilen ja beim letzten Mal schon fertig. Jetzt haben wir hier diese Bauplatten eben noch bis unten, bis in den Keller quasi, hier angebracht, festgeklebt mit Fliesenkleber. Die großflächig eben den Schacht damit ausgekleidet. Insbesondere, was sich gegenüber dem letzten Mal geändert hat, ist jetzt hier dieser Seitenaufbau. Hier haben wir zum einen eine Art Kantholz eingebaut und verschraubt. Das ist hier wirklich in die Wand verschraubt. Auch das geht bis nach unten. Das soll einfach dazu dienen, dass man jetzt auch hier vorne nochmal eine weitere Bauplatte anbringen kann. Die kann man dann hier fixieren, mit Fliesenkleber nochmal irgendwie drüber gehen, die Fuge verschließen. Aber all das kann nachher dann großflächig eben verputzt werden. Und sorgt dafür, dass man halt den dann nicht mehr sieht, den Schacht. Und um das Ganze eben so ein bisschen Wärme zu dämmen und auch irgendwie glatte Untergründe zu schaffen, haben wir diese Bauplatten hier verwendet. Wie gesagt, die Rückwände waren, glaube ich, beim letzten Mal schon fertig. Was jetzt hier in der letzten Woche auch noch passiert ist, sind die Seitenteile. Also zum einen dieses Kantholz und zum anderen auch hier nochmal eine Bauplatte. Die geht jetzt hier so ein bisschen unter, weil man das natürlich jetzt nicht ganz passgenau zuschneiden konnte. Und dann hat man das halt einfach mit Fliesenkleber und so weiter überstrichen, großzügig. Aber insgesamt ist das doch ein ordentlicher Aufbau und der dichtet das Ganze nochmal ab, sowohl lufttechnisch, aber auch vor allem ist das halt eine Isolierung gegenüber außen, dass es hier jetzt keine irgendwie Wärmebrücke gibt und dementsprechend kein Kondenswasser und irgendwie sonst keine Probleme, die damit eben einhergehen. Dieser Schacht hier dient eben in erster Linie dem Hochführen von Leitungen aus dem Kellergeschoss in das Erdgeschoss, in das Obergeschoss bzw. bis in den Dachstuhl. Im Dachstuhl kann man dann die Leitungen auch wieder nochmal verteilen und sie dann über die Leerrohre hier wieder nach unten in diese Stränge führen. Dort befinden sich dann Unterputzdosen, je nachdem, welche man halt verwenden möchte oder muss. Und auch über den Rohfußboden gibt es nochmal so eine zweite Möglichkeit. Da führt das Leerrohr oder dieser Strang halt wird nochmal mit dem estrichbündigen Bodenkanal verbunden. Hier an der Stelle zum Beispiel kommen nochmal Leerrohre aus dem Rohfußboden aus der Betondecke, die hatten wir im Vorfeld verlegt und auch die werden dann mit dem estrichbündigen Bodenkanal verbunden, sodass man hier quasi diesen Strang von zwei Seiten mit Kabeln befüllen kann. Und dementsprechend sollte es da genug Möglichkeiten geben, eben an die entsprechende Stelle zur richtigen Dose mit seinem Kabel zu kommen. Parallel zu dem Elektrikschacht hier auf der rechten Seite gibt es hier nochmal so einen Photovoltaikschacht, der planungstechnisch und vom Rohbauer her eben vorbereitet worden war oder eben vorgesehen worden ist. Ich glaube, beim letzten Mal war das HT-Rohr hier auch noch nicht installiert. Das hatte ich in den letzten Tagen, auch erst in den letzten Tagen eben erledigt. Das ist tatsächlich ein Abflussrohr mit den dazugehörigen Schellen, die man halt jeden Meter in etwa anbringt, damit das Ganze eben hier an Ort und Stelle bleibt. Dieses Rohr wird hier auch wirklich komplett verschwinden. Dieser Mauerschlitz wird total verschlossen. Man bleibt auch unzugänglich, da kommt man nachher nicht mehr hin. Die Idee ist halt einfach, dass man die Möglichkeit hat, vom Dachboden aus bis in den Kellergeschoss, bis in den Hausanschlussraum eben hier nochmal Leitungen einzuziehen. Die Leitungen sollen halt getrennt sein vom Niederspannungsbereich hier auf der rechten Seite,
Da liegen einfach nochmal ganz andere Spannungen an, die bis zum Wechselrichter eventuell führen, wenn man den Wechselrichter denn im Kellergeschoss installiert. Insofern macht das spannungstechnisch Sinn, das zu trennen. Und vor allem hat man halt diesen Platz, muss man jetzt nicht hier irgendwie reservieren, sondern hat den jetzt hier in einem zusätzlichen Schacht und dementsprechend kann man den Raum hier auf der rechten Seite halt für andere Dinge benutzen. Hier in diesem Schacht möchte ich eben noch weitere Leerrohre einziehen. Man kann ja sehen, ein bisschen Platz ist da noch. Da möchte ich eben ins Leerrohr einziehen, sodass man weitere Möglichkeiten hat, vom Keller bis in den Dachstuhl eben Leitungen einzuziehen. Das Ganze wird eben, wie gesagt, komplett verschlossen und ist nicht weiter zugänglich. Insofern habe ich jetzt halt die Möglichkeit und nachher nicht mehr. Die Kabelleitern, die ich hier für diesen Elektrikschacht eben verwenden möchte, die sind auch hier schon an Ort und Stelle. Das sind eben von OBO aus Stahlblech eben Kabelleitern. Die sind jetzt hier noch zusammengeklappt. Sobald die dann mal ausgeklappt und installiert sind, zeige ich euch auch die nochmal in ihrer endgültigen Form. Die eine hatte ich schon mal installiert, habe sie dann aber nochmal demontiert, um das Ganze eben nochmal ordentlich, ja, um da halt einfach nochmal Zugang zu haben und vor allem, um das Ganze eben nicht einzusauen. Grundsätzlich, man kann sehen, die sind jetzt hier sehr kompakt, die lassen sich wirklich auseinanderklappen und nehmen dann hier eben den gesamten Raum hier ein, diese 60 cm, die jetzt hier noch übrig bleiben, beziehungsweise ein bisschen mehr. Und die laufen dann eben wie so eine Leiter nach oben, haben immer wieder so seitlich solche Sprossen. Und an diese Sprossen kann man immer über sogenannte Bügelschellen dann die Kabel fixieren. Das zeige ich euch aber in späteren Videos dann nochmal im Detail. Wo gehobelt werden, da fallen ja bekanntlich auch Späne. Und das kann man jetzt hier im Fall vom Dachstuhl eben ganz gut sehen. Ich befinde mich jetzt hier eben im Dachstuhl. Das ist der obere Teil von diesem PV-Rohr, das bis in das Kellergeschoss führt. Das ist jetzt eben hier so ein Knie oder so ein 67-Grad-Winkel, das dann nochmal aufgesetzt worden ist mit so einer Abschlussklappe, einfach um zu verhindern, dass da irgendwie Dreck oder sonst was reinkommt. Die müsste man dann halt durchbohren oder entfernen, um da Kabel nach unten zu führen. Ansonsten kann man hier links und rechts aber sehen, wie viel Späne und wie viel Dreck hier eben aus dem Holz herausgeholt worden ist. Unglücklicherweise wurden ja diese Holzbalken vom Dachstuhl eben einfach aufgesetzt. Und ja, genau darunter befinden sich halt leider die Durchbrüche bzw. halt die Schächte nach unten, also hier zum einen der PV-Schacht und hier rechts daneben der Elektrikschacht. Auch den muss man hier nochmal herausarbeiten und auch das wird nochmal hier so ein stundenlanges Unterfangen. Also das dauert tatsächlich gefühlt unendlich lang, das hier so in dieser Form herauszuarbeiten, ohne das Holz halt vollständig zu beschädigen. Also wir haben versucht, das Holz hier an der Stelle möglichst ganz zu lassen, sodass eben nur das Notwendige herausgenommen wird. Einfach um die Struktur von diesem Balken nicht zu schwächen oder zu schädigen oder nicht zu sehr zu schwächen. Und man kann schon sehen, die Haltung, die man hier einnehmen muss mit diesem Brett, auf das man sich legen kann, ist nicht so sonderlich ja, vorteilhaft. Das ist hier halt einfach, geht nicht so besonders, als großer Mensch tut man sich halt einfach schwer, sagen wir es mal so. Daneben kann man auch ganz gut sehen, wie viele Leerrohre hier durch die Deckenbrüche nach oben kommen. Also das sind jetzt all die Leerrohre aus dem Schlafzimmer. Und ähnlich sieht es eben für die anderen Räumlichkeiten hier aus. Also das ist jetzt hier die Ankleide und eins der Kinderzimmer und so weiter und so fort. Hier wäre der Flur. In einigen Fällen bin ich noch nicht so weit. Jetzt hier im Bad zum Beispiel. So schaut das aus, wenn da noch gar kein einziges Leerrohr oben ankommt. Aber auch der Anblick wird sich in Kürze sicherlich noch ändern. Und dann schaut es genauso schlimm oder genauso spaghetti-mäßig aus wie eben bei den anderen Räumlichkeiten. Die muss man dann alle nochmal strukturieren, labeln und das Ganze irgendwie so einfädeln, dass das eben ja, zum einen optisch ansprechend aussieht, zum anderen aber auch halt von der Länge her einfach praktisch ist und ja, zum Gesamtkonzept dann eben passt. Genau, und in diesem Stile ging das jetzt in den letzten Wochen eben immer so weiter, beziehungsweise halt so langsam voran. Das Ende ist nach wie vor noch nicht so ganz in Sicht, aber man macht schon durchaus überall Fortschritte und ist dann irgendwann mit einzelnen Räumen fertig und hoffentlich irgendwann dann auch mit dem gesamten Haus, was die Rohinstallation angeht. Es gibt tatsächlich noch so ein paar Eckchen, die sind noch unangefasst. Also hier gerade im Treppenhaus kann man sehen, die Wände sind eben noch hier noch nicht zerfräst. Das wird jetzt in den nächsten Tagen noch nachgeholt. Auch da möchte ich in den Standardinstallationshöhen halt einfach Unterputzdosen haben und möchte für die Beleuchtung sorgen im Treppenhaus und so weiter und so fort. Habe jetzt auch hier angefangen, mir so ein Podest zu bauen, damit man hier halt auch irgendwie hin und hoch kommt. Weil man hier im Treppenhaus zum Teil schon 5 Meter oder so in der Luft ist, von der Bautreppe aus gesehen, diese 3 Meter nochmal da nach oben. Also da kommt man dann nicht so ohne weiteres hin. Da muss man dann eben kreativ werden. Insgesamt wird es sicherlich noch die eine oder andere Woche dauern, bis das hier jetzt mit dem Verputzen losgehen wird. Wir sind jetzt hier in dem Fall auch so ein bisschen von Corona betroffen. Zum Glück nicht persönlich, aber zumindest der Rohbauer hier ist wohl mit einem Teil der Belegschaft in Quarantäne wegen, ja, Corona halt.
Und die müssten aber hier noch ein paar Vormauerungen schaffen und einen Teil der Mauerschlitze eben schließen. Auch beim Verputzer gab es wohl irgendwie Probleme und da können jetzt die Termine im Prinzip nicht eingehalten werden. Ist auch nicht weiter schlimm in unserem Fall. Ich habe hier sicherlich noch genug zu tun, genug Vorbereitungen zu treffen. Insofern ist das schon okay. Das Ende ist noch nicht ganz in Sicht, aber man macht Fortschritte und ja, wenn es nicht so kalt wäre, würde es noch mehr Spaß machen. Aber tatsächlich macht es auch nach wie vor Spaß und wir sehen uns sicherlich in einem der nächsten Videos bald wieder. Bis dahin, tschüss!